Wie lagert man am besten eine deutsche Kartoffel? Herbst, dann Tomaten abernten möchtest, besonders wenn der erste Frost kommt und du weißt, okay, die werden jetzt nichts mehr, kann nachreifen lassen bei dir an einer warmen Stelle. Allerdings werden sie dann nicht ihr volles Aroma ausschöpfen, weil sie ja nicht an der Pflanze waren. Oder du holst den Hausschwein, das wäre auch mal was. So ein schickes Hausschwein. Falls du mir nicht glaubst, dann kannst du mal aus dem Supermarkt eine grüne Paprika kaufen und warten, wann die nachreift. Ja, und sag mir dann, welche Farbe sie bekommen hat. Ich warte. Du kannst auch mit deinen dreckigen Fingernägeln versuchen, schöne Muster an einem Kürbis zu ritzen. Klappt das nicht, dann ist es ein gutes Indiz dafür, dass er lange lagerbar ist. Dann fangen wir mit dem Gemüse an, welches jeden harten Mann zu einem kleinen, weinenden Kind werden lässt. Vielleicht auch nur mich. Vielleicht bin ich auch kein Mann. Setzt der aufgeschnittenen Zwiebel kein Aluhut auf, denn da wird sie dann die Schwermetalle aufsaugen. Wie werden Tomaten, Gurken und Kürbisse richtig gelagert, damit sie auch lange haltbar sind? Schon allein die einfachsten Fehler sorgen dafür, dass deine Lebensmittel viel schneller verderben und die Nährstoffe verloren gehen. Eine solche Verschwendung, besonders wenn wir unsere eigenen wertvollen Sachen aus dem Garten anbauen und die dann über den Winter lagern möchten, um uns da auch noch mal ein bisschen Sommer reinzuholen, können wir vermeiden, wenn wir unsere Lebensmittel richtig lagern. Kälteempfindliches Gemüse wie die Tomaten, die Gurken, die Paprika, die Kürbisse, Bohnen, Avocados und Zucchini gehören nicht für einen längeren Zeitraum in den Kühlschrank, denn aufgrund der Kälteeinwirkungen verändert sich dort die Qualität der Lebensmittel. So kann es schnell passieren, dass die Sachen an Aroma verlieren und ihre Struktur sich verändert. Und das letztlich auch mit dazu beiträgt, dass die Sachen schneller verderben. Erstens die enzymische Aktivität. Die bereits erwähnten kälteempfindlichen Gemüsesorten bilden ihre volles Aroma und auch die gute Textur durch enzymische Prozesse, die bei einer Kälteeinwirkung verlangsamt werden. Kälte kann die Zellstruktur des empfindlichen Gemüses schädigen, was zu Texturveränderungen führt, wodurch sie dann schneller erweichen oder sich verflüssigen. Feuchtigkeitsverlust. Kühlschränke haben eine niedrigere Luftfeuchtigkeit, was dazu führt, dass das Gemüse schneller austrocknet. Zusätzlich, wenn die Feuchtigkeit zu hoch ist, hast du auch ein potenzielles Schimmelgefahr. Ja, Punkt 4, Kälteschäden, die schon bei einer Temperatur von unter 10 Grad bei diesen Gemüsesorten entstehen können. Dadurch, wie gesagt, verändert sich die Textur, die Haltbarkeit und können auch schneller verderben. Einige kälteempfindlichen Gemüsesorten gehen wir jetzt durch, damit du weißt, wie man die am optimalsten lagert, damit lange frisch und saftig bleiben. Und da gehen wir gleich zum ersten Liebling, und zwar den Tomaten. Ein erstes Zeichen für einen fortgeschrittenen Reifenprozess bei den Tomaten ist, wenn sie eine lapprige Haut bekommen, schon die ersten etwas stärkeren Druckstellen bekommen und auch schon der erste Schimmel sich ansetzt. Besonders bei Schimmel solltest du dann recht zügig handeln, weil die Tomate einen hohen Wassergehalt hat, gut 90%, und die Schimmelsporen sich da schnell verbreiten können. Weitere Merkmale sind dann, dass die Konsistenz weicher wird bis hin Richtung mehlig. Dann weißt du auch, okay, die Tomate geht dann schon in Richtung Überreife bis hin zum Verderben. Tomaten gehören zu den Nachtschattengewächsen und die haben einen Fraßschutz, ein Gift, und zwar das Solanin. Das ist auch dafür verantwortlich, dass zum Beispiel deine Kartoffeln bei zu langer Sonneneinstrahlung grün werden. Bei den Tomaten sind es dann die grünen Tomaten. Je weiter die Tomaten abreifen, desto weniger Solaningehalt haben sie. Und die Blätter zum Beispiel haben auch Solanin, das heißt giftig. Die Tomaten können auch bei Raumtemperatur nachreifen. Die strömen das Reifegas Ethylen aus. Du kannst auch mal einen Apfel mit dazulegen. Der tut auch dieses Reifegas ausströmen und dadurch bekommen sie dann nach und nach ihre Färbung. Du kannst auch, wenn du jetzt im Herbst dann Tomaten abernten möchtest, besonders wenn der erste Frost kommt und du weißt, okay, die werden jetzt nichts mehr, kannst du dann abnehmen und sie dann über den Herbst und Winter das Ende noch nachreifen lassen bei dir an einer warmen Stelle in der Holzkiste. Allerdings werden sie dann nicht ihr volles Aroma ausschöpfen, weil sie ja nicht an der Pflanze waren. Wenn du einen Haufen Tomatenpflanzen hast, wie ich zum Beispiel über 100 Pflanzen, kommst du auf eine ordentliche Erntemenge. Da kannst du dann die Tomaten auch eine Soße einkochen lassen, sie so direkt einlegen und ihren Wintervorrat machen. Oder du tust halt einfach kühl bei ca. 12 bis 16 Grad lagern. Da wird dann die Reife unterbrochen. Kannst du dann nach und nach aufessen, vielleicht wie ich zum Beispiel verkaufen, verschenken, oder du holst den Hausschwein, das wäre auch mal was. So ein schickes Hausschwein. Lichtgeschützt,
Möchtest du sie nur noch etwas länger lagern, dann kannst du sie auch in einem Keller bei ca. 10 Grad lagern. Achte einfach darauf, dass du eine hohe Luftfeuchtigkeit hast. Paprika. Der Nachtschattenkollege teilt die gleichen Merkmale, wenn er schlecht ist, wie sein Bruder die Tomate. Flüssigkeit tritt aus oder Schimmel lässt sich auch schon abzeichnen. Auch hier das gleiche, Paprika hat auch einen sehr hohen Wasseranteil beim Schimmel. Schnell handeln. Auch die Paprika sind am besten gelagert bei einem Keller bei rund ca. 10 Grad, wie die Tomaten halt eben. Aber mit dem einzigen Unterschied ist, dass die Paprikas nicht nachreifen. Falls du mir nicht glaubst, dann kannst du mal aus dem Supermarkt eine grüne Paprika kaufen und warten, wann die nachreift. Ja, und sag mir dann, welche Farbe sie bekommen hat. Ich warte. Wann wird die Gurke schlecht bzw. ungenießbar? Ein Indiz sind schon die Bitterstoffe. Das liegt dann meistens daran, dass du einen ungünstigen Anbau gehabt hast, wo die Pflanze sehr viel Stress gehabt hatte. Da können schon die jungen Gurken Bitterstoffe haben. Die wirst du dann wahrscheinlich von vorne weg schon wegschmeißen. Dann, wenn sie dann dazu tendiert, säurehaltiger zu werden bzw. so einen essigen Geschmack, dann weißt du auch, dass sie dann schon überreif wird. Merkst du auch daran, dass dann die Schale sich langsam ins Gelbe verfärbt, das Kerngehäuse größer wird. Auch lapprige, biegsame und schlumprige Gurken sind Anzeichen dafür, dass die Gurke schon ihr Ende zeichnet. Bei optimalen Lagerbedingungen, kühle 10 bis 13 Grad können auch dafür sorgen, dass eine Gurke bis zu mehrere Wochen haltbar sein. Zudem sollte das Gemüse dunkel gelagert werden und nicht neben Obst wie zum Beispiel Äpfel oder Tomaten, weil sie auch jedes Reifegas Ethylen ausströmen. Du kannst sie noch zusätzlich in einen feuchten Tuch oder Küchenrolle einwickeln und dann in der Papiertüte rein, sollten sie dann ungefähr 4 bis 5 Tage halt. Die Haltbarkeit bei frischem Bohnen zu gewährleisten, kann schon eine Meisterleistung sein, denn schon die frischen Bohnen können in recht kurzer Zeit ziemlich schnell verwelken. Im Idealfall sollten sie noch am selben Tag genutzt werden. An heißen Sommertagen ohne die ideale Kühlung können sie auch nur wenige Stunden haltbar sein. Für eine längere Haltbarkeit solltest du die Bohnen in einem luftdurchlässigen Behälter bei ca. 7 bis 8 Grad dunkel lagern. Am besten eignet sich das Gemüsefach im Kühlschrank dafür. Falls einige deiner Bohnen runzig geworden sind, kannst du sie bei einem Essigbad für ca. 15 Minuten einlegen, damit sie knackiger werden. Frische Bohnen eignen sich auch hervorragend dafür, sie einzufrieren. Dazu wäschst du die einzelnen Bohnen und lässt sie dann für 3 bis 5 Minuten blanchieren, tust sie dann im kalten Wasser abschrecken und dann ab ins Gefrierfach. Durch diese Methode können dann die Bohnen für 15 Monate gelagert werden. Der Kürbis. Kürbis. Bei diesem orangenen Kollegen machen sehr viele Menschen gravierende Fehler, wodurch dann die Haltbarkeit enorm beeinträchtigt wird. Und das ist halt schade bei dem Kürbis, weil das ein klassisches Wintergemüse ist, was auch über den Winter hindurch gelagert werden kann. Erster Schritt für eine lange Lagerung ist der Erntezeitpunkt. Also wenn wir den Kürbis über den Winter lange lagern möchten, schauen wir darauf, dass der Stiel von dem Kürbis verholzt ist. Die Frucht hing lange an der Pflanze, hat dadurch eine bessere Lagerfähigkeit bekommen, weil dann noch die Schale dicker ist. Und bekommen dann auch einen kürbisähnlichen Geschmack. Ernten wir Kürbisse schon etwas früher, was man machen kann, wenn sie dann mehr so eine Zucchini-artige Konsistenz und Geschmack bekommen, weil sie ja in der ähnlichen Familie auch zu Hause sind. Du kannst auch mit deinen dreckigen Fingernägeln versuchen, schöne Muster an einem Kürbis zu ritzen. Klappt das nicht, dann ist es ein gutes Indiz dafür, dass er lange lagerbar ist. Wenn du deinen Kürbis auch gerne für 6 Monate lagern möchtest, dann achte auf folgenden Standort. Dunkel und idealerweise bei ca. 12 bis 15 Grad. Schau auch schon bei der Ernte drauf, dass du dann deinem Kürbissen keinen Schaden verursachst, denn schon die kleinsten Schnittstellen oder irgendwelche kleinen Anfraßstellen können dafür sorgen, dass dann da Schimmel entsteht und die Lagerfähigkeit dann von dem Kürbis rapide abnimmt. Kürbisse zu Kugellager kann die Struktur wieder Einfluss nehmen und auch schneller anfangen zu schimmeln. Und wenn du sie dann zu warm lagerst, dann hat das langfristig einen negativen Einfluss auf den Geschmack. Such dir auch einen gut durchlüfteten Ort, denn eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann dafür sorgen, dass sich Kondenswasser an den Kürbisschalen, an den Ritzen zum Beispiel bildet und dadurch die Schimmelgefahr wieder erhöht. Eine optimale relative Luftfeuchtigkeit wäre dann 60 bis 70% und taste auch regelmäßig deinen Kürbis nach irgendwelchen schimmeligen oder kaputten Stellen ab, nimm den dann auch als erstes aus dem Lager. Dann tauchen wir in die Welt der Wurzelgemüse ein, die besonders für Selbstversorger sehr wichtig sind, um sich da im Winter gut eindecken zu können. Die können wir dann dafür gut lagern. Dann fangen wir mit dem Gemüse an, welches jeden harten Mann zu einem kleinen weinenden Kind werden lässt. Vielleicht auch nur mich. Vielleicht bin ich auch kein Mann. Prall, fest und in den äußersten Schichten
trocken. Das macht eine frische Zwiebel aus. Sobald sie anfängt matschig zu werden oder komisch riecht, weg damit, sie ist schlecht. Auch dunkle Flecken an der Schale sind schon die ersten Anzeichen dafür, dass sich Schimmel bildet. Wie kann ich jetzt nun Zwiebeln am besten lagern? Wichtig ist, dass die Zwiebeln dunkel und kühl gelagert werden. Ist das nicht der Fall, fangen sie an zu keimen. Zusätzlich sollten sie trocken und luftig gelagert werden, um die Schimmelgefahr zu reduzieren. Da werden dann sehr gerne Zwiebelzöpfchen gemacht und werden sie dann irgendwie in einem dunklen Ort, einen dunklen, kühlen Keller aufgehängt an der Decke. Das gleiche macht man zum Beispiel auch bei Knoblauch. Setzt der aufgeschnittenen Zwiebel kein Aluhut auf, denn da wird sie dann die Schwermetalle aufsaugen. Die meisten Zwiebeln sind kälteempfindlich und sollten nicht im Kühlschrank gelagert werden, bis auf die roten Zwiebeln. Und mit einem Zwiebel- oder Knoblauchzopf kannst du auch böse Geister vertreiben, wie ein Vampir zum Beispiel. Und dieser wird sich dann im Sandkasten vor dir verstecken. Das kann aber auch gefährlich sein, weil er vielleicht dann deine Möhren dort entdeckt. Wann sind Möhren schlecht? Schlapprig und schwarze Flecken sind schon die ersten Anzeichen für eine mangelnde Frische. Wenn da noch Schimmel hinzukommt, dann weißt du Bescheid. Brother, what's that? Möhren aus dem Supermarkt werden gerne mit Plastiktüten verkauft. Falls du diese kaufst, tust du sie dann am besten aus den Plastiktüten raus. Denn in dieser Verpackung fangen die Möhren schnell an zu schwitzen, was dann letztlich auch dazu führt, dass sie schneller schimmeln. Wenn du dich dafür entscheidest, die Möhren im Gemüsefach im Kühlschrank zu lagern, solltest du sie in einem feuchten Tuch einwickeln, damit sie da nicht zu viel ihrer Feuchtigkeit verlieren. Verhindere es auch, die Möhren neben nachreifendes Obst zu lagern, wie zum Beispiel Äpfel, Tomaten und die Birnen. Durch die ausgesonderten Reifegase bekommen dann die Möhren einen leicht bitteren Geschmack. Falls du sehr viele Möhren bei dir im Garten anbaust und sie dann einlagern möchtest, weil vielleicht dann im Winter zu stark werden und deshalb die Möhren kaputt gehen könnten, an einem lichtgeschützten Ort erstmal antrocknen lassen mit der Erde. Das erhöht nochmal die Lagerfähigkeit und dann kannst du sie zum Beispiel in eine Art Sandkasten reinstecken. Das hat zum Beispiel mein Vater damals gemacht. Anstrengende Zeit für ihn, wirklich sehr anstrengend. Das ist ja ein ganz, ganz großer Kritikpunkt an der konventionellen Landwirtschaft, dass wir nicht nachhaltig wirtschaften. Du brauchst nur einen kühlen Ort, eine Kiste und am besten Spielsand. Der Sand sorgt dann dafür, dass die Wurzel gut konserviert wird. Das heißt, sie bekommt nicht so viel Feuchtigkeit ab, dann wird dann mehr an den Sand abgegeben. Das heißt, sie schimmelt nicht so stark. Sie wird aber auch nicht so stark austrocknen und bleibt halt dann deshalb etwas knackiger. Wie lagert man am besten eine deutsche Kartoffel? Zu 100 in einer schalldichten Halle, damit die alle in Ruhe meckern können. Bei den anderen deutschen Kartoffeln gehst du dann folgendermaßen vor. Erstmal solltest du dich schon beim Anbau vergewissern, um welche Kartoffelsorte es sich handelt, ob es eine Frühkartoffel ist, eine mittelspäte oder eine ganz späte Sorte. Denn eine späte Kartoffelsorte ist dann auch am lagerfähigsten. Das sind dann so Winterkartoffeln, Lagerkartoffeln, die dann auch das ganze Winter aus dem Lager rausholen kannst. Frühkartoffeln sind jetzt nicht so lange lagerfähig, weil sie eine dünnere Schale haben, sind dann meist 1-2 Wochen. Fangen die Kartoffeln an schon zu keimen und sind die Keimlänge dann schon 5 cm lang, dann haben sie auch schon die Bitterstoffe wie den Solanin entwickelt und dann sind sie auch nicht mehr verzehrbar. Auch entwickeln sie Solanin, wenn sie Licht und Sonne ausgesetzt sind und dann grüne Flecken bekommen. Der perfekte Lagerort für die Kartoffeln, ca. 4 bis 8 Grad Celsius, dunkel, luftig, trocken und nicht neben Lebensmittel, die Ethylen ausströmen. Ja. Wisst ihr, auf YouTube sind Challenges sehr beliebt. Wir können doch auch mal eine machen. Wer kann denn am meisten grüne Kartoffeln essen? Der Gewinner bekommt einen 100 € Amazon-Gutschein und einen Sarg. Aber bevor du ins Gras beißt, solltest du vielleicht doch lieber einen knackigen Salat essen. So ein frischer Salat kann im Gemüsefach des Kühlschranks gut 2 bis 3 Tage haltbar sein, wenn man ihn richtig lagert. Du nimmst ein leicht feuchtes Tuch, kannst noch etwas Zitronensaft und Essig an die Stelle hingeben, wo dann der Salatstrung hinkommt und wickelst dann insgesamt dann darin den Salatkopf ein. Tu den Salat noch in eine Papiertüte rein, um den Verwesungsprozess noch weiter zu verlangsamen. Einen frischen Salatkopf erkennst du daran, dass die Blätter saftig und grün zum Beispiel sind. Frische Erdreste können auch noch ein Anzeichen sein, dass der Salat im Allgemeinen noch frisch ist, weil er frisch geerntet worden ist. Und falls du deinen Salat kaufen möchtest, achte mal auf den Strung. Dieser sollte möglichst hell und frisch sein. Dann eine braune Schnittstelle ist ein Anzeichen dafür, dass der Salat schon etwas älter ist. Einen verwelkten Salat erkennst du dann in weichen und faltrigen Salatblätter. Diese Blätter sind zwar nicht mehr ganz so knackig, können aber noch verzehrt werden. Sobald sie aber dann glibberig und flüssig werden, die Blätter, merkst du dann daran, dass sie dann anfangen zu schimmeln. Falls dir diese Tipps gefallen haben, kannst du mir das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen und kannst mir auch in die Kommentare schreiben, wenn du noch weiteres Obst und Gemüse wissen möchtest, wie man das am optimalsten lagert, so als Vorschlag für ein weiteres Video. Dann kannst du es auch gerne über PayPal tun.
sodass ich dann weiterhin für euch diese Videos machen kann und euch diesen und auch weiterhin unabhängig diesen Mehrwert für euch bieten kann und auch die Qualität für euch verbessern. Ja, sonst findest du hier noch weitere spannende Videos, wie du zum Beispiel dein eigenes Obst und Gemüse in Richtung Permakultur anbauen kannst. Naturnah, frisch und ohne Gifte.